Neues Video, Tag 3 in Berlin, das dritte Workout. Und heute ein Workout mit Felix Lobrecht. Und ich kann mir vorstellen, auch mit diesen Seilen werden wir viel Spaß haben. Unnötig gay. Ja, das habe ich da gar nicht reininterpretiert. Aber interessant, was du da drin siehst. Jeder bei Verstand sieht das. Naja. Und auch mit dieser Stange wird es heute noch lustig. Felix, willkommen. Kai, was los? Hast du dich richtig aufgewärmt oder bist du so einer, der immer direkt an die Geräte geht im Gym? Ich mache mal ein bisschen Seilspringen und dann eigentlich immer aktive Erwärmung. Okay. Also ein paar Klimms, irgendwas mit wenig Gewicht einfach. Und so Gummiband und sowas auch? Also so für die. Nee, sowas nicht. So. Wir starten wie immer mit unserem Zirkel: Seilspringen, Boxjumps, Battle Ropes oder. Ne? Also das hast du bestimmt auch zu Hause. Nee. Nee, keine Battle Ropes. Ich mache nicht diese Hipster-Übung. Gilt das als Hipster-Übung? Ich finde es eine ziemlich Hipster-Übung. Weil du das so oft auf Instagram siehst? Nee, das ist so Spielerei. Das machen so die Leute, die vor 5 Jahren noch alle ausgelacht haben, die einen guten Körper haben. Okay. Weiß ich meine. Alles klar, wir reden nachher nochmal drüber. Du trainierst auch schon länger, du weißt genau, was ich für Leute meine. Ja, aber wir reden nachher nochmal drüber. Nee, Öko. Nee, Öko. Aber auf die Höhe, Alter? Oder nicht? Wollen wir nicht so hüpfen? Kai, sag doch mal was. Also das ist die Höhe für die beiden Mädels, mit denen ich bisher trainiert habe. Nein, die waren auch höher tatsächlich. Also ich sag mal, eigentlich lag die jetzt eben nur so für den Anfang. Also eigentlich haben wir an das gedacht. Spring mal darauf. Kannst du das? Das ist wirklich kein Thema. Ja, mach. Klar. Naja, da ist er, der Kai. Das schaffst du auch locker. Natürlich schaffe ich das, mit Spaß. Ja. Wow. Die könnten noch höher sein. Bam, Handstand. Headspin. Da geht doch noch ein bisschen was. Das ist ein kalter Breaker. Gut, komm, machen wir irgendwas. Gut, bereit? Ihr seid ready? So was. Dann viel Spaß! Was? Aber ich sehe schon, bei der Ausführung gibt es dir richtig Mühe, dass es sauber aussieht. Verarschst du mich gerade? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, wie würdest du reagieren, wenn du dir das so sagst? Eins, Pause. Gibt es überhaupt irgendeine Stadt außer Berlin, wo du dir vorstellen könntest zu leben? Also dauerhaft so richtig. Nee. Nee, nicht in Deutschland. Aber außerhalb Deutschlands auch nicht. Vielleicht noch Frankfurt. Ich finde Frankfurt ganz cool. Frankfurt habe ich 9 Jahre gelebt. Echt? Viel cooler als viele denken. Ich weiß, völlig underrated. Ich habe dann hier studiert. Na was? Frankfurt ist cool. Alles klar, dritte Übung und go. Der Kai soll die Hacken auf den Boden lassen. Hacken auf den Boden, Kai. Was soll auf den Boden? Die Hacken auf den Boden. Dafür fange ich den Ball aber auch nicht so. 3, 2, 1 und Pause. Go. Du kannst doch hier so ein Insta-Rope-Skipping-Channel machen. Hast du es geschafft? Schön auf Musik. Ist auch so ein Hipster. Neben Kai fühle ich mich wieder Boomer, Alter. 10 Sekunden noch, Kai, ja? 5 Sekunden noch, Kai. 4, 3, 2, 1 und Pause. Du machst das wahrscheinlich sonst immer mit einer Goldkette. Können wir weiter, oder? Ja. Na, ich weiß ja nicht, was hier der Trick ist. Dann mach ich dann einfach so. Ja, unten ein bisschen in die Hocke gehen.
Und die Arme möglichst lang. Ja, klar, Kai. Alles klar, dann let's go. Nice. Hälfte ist geschafft. 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Erste Runde schon. Die ist nicht schlecht, oder? Nee, die ist witzig. Die zieht mehr rein, als man denkt. Die zieht ja mal volle Kanne rein, hey. Machst du denn zwischendurch auch mal irgendwas für die Ausdauer? Oder wirklich nur eher pumpen? Ich muss unbedingt ein bisschen mehr Cardio machen. Mein Ausdauertraining ist Rauchen. Which is not good. Ja. Gehst du mal laufen oder so? Ich hasse Joggen. Okay. Ich wohne auch mitten in Kreuzberg, Alter. Kannst du nicht joggen. Tempelhofer Feld. Kannst du schöne große okay, Runden drehen. Du mit deiner Münchner Vorstellung von Berlin. Wieso gehört das? Wie weit das weg ist, Alter? Ja, komm jetzt. Das ist jetzt auch nicht keine Weltreise von Kreuzberg. Das ist nicht so weit. Das dauert halt in Berlin ein bisschen. Das ist der Punkt. Naja, meine ich ja. So, komm mal, schnapp dir die Selle da. Oder was? Zweite Runde. Ja. Run the city non-stop, double up as the bass drops. Adrenaline pumping, I got the green light. Off the ground, so out of sight. Get it, living it now. So insane, wildin' now, wow. Bring it down the house, nothing but love in the crowd, ow. Good life, we la-di-da-di. So lavish, feeling gaudy. This room was made for parties, obviously acting naughty. Loud noise, make them jump. We're invincible and young. Don't be talking about this for months. We animals, proud ones. Up to blow now. Wie viel rauchst du am Tag? Zu viel. Ungefähr? So viel? Ich zähle nicht mit. Okay. Rauchen war nie meins. Da kann ich dir eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe tatsächlich 2 Jahre in meinem Leben mal geraucht. Ja. War ich noch in Frankfurt. Ja. Und ich war irgendwann abends mit Freunden in einer Bar. Ja. Da habe ich eine Zigarette in der Hand gehabt. Und habe so gezogen. Und weiß gar nicht warum. Und habe mich dabei so nach links gedreht. Und da war so eine verspiegelte Wand. Und da habe ich mich gesehen, so mit der Zigarette in der Hand. Und ich fand, dass das so scheiße und albern aussah, ah, ja, dass ich in dem Moment aufgehört habe zu rauchen. Ach, krass. Und nie wieder eine Zigarette angefasst habe. Ach, krass. Ich habe immer gedacht, nee, ich möchte nicht, dass Leute mich so sehen. Ah, ja, geil. Und schon gar nicht Mädels. Ja. Ja, habe ich auch sofort aufgehört zu rauchen. Ja. Eitelkeit ist der beste Motor. Manchmal. Ja, manchmal schon. Musst du mal gucken, musst du mal vor den Spiegel stellen, mal gucken, wie du aussiehst. Vielleicht findest du das auch scheiße, hörst du auch auf. Ich rauche auch nicht so. Du bist so einer, oder? Ja. Komm hier, du bist so einer. Ne? Sag, oder? Zeigefinger, Daumen. Ja, also alles. Ja. Also was bei mir mit Kiffen. Ich habe von einem Tag auf den nächsten mit Kiffen aufgehört. Auch schon 12 Jahre her mittlerweile. Weil du fandst, dass albern aussah? Nee, war auch, weil, weiß gar nicht mehr genau, es war ein so ein Erlebnis, wo ich dachte, nee, Alter, dann wirklich nie wieder. Und ich habe wirklich jahrelang jeden Tag viel gekifft, so. Ready? Ich wäre sehr enttäuscht, wenn du davon kein Foto auf deinem Instagram veröffentlichst. Okay. Nicht für die Gage. Ja? Welche Gage? Ja, eben. Hat Betty nichts gesagt. Ist doch auf Ehrenbasis. Ach du. Trainierst du denn, wenn eher alleine oder schon auch mal mit Buddies? Immer alleine. Immer. Außer auf Tour. Da. Kavus war ja mein Opener, mit dem war ich immer. Mhm. Aber am liebsten trainiere ich wirklich. Kopfhörer auf. Fette Kopfhörer, irgendeine eklige Musik. Aber was hörst du denn? Was für eine Art von Musik? Mittlerweile eigentlich meistens Techno oder irgendwas Rammsteiniges, also irgendwas Dolles. Also irgendwas, das richtig ballert. Ja, ja. Ja. Ich habe meine kleine Stoppuhr, die gibt mir die Pausenzeiten vor. Ich bin wirklich, ich rede kein Wort beim Training. Okay, also eine Stunde, anderthalb oder wie lange ziehst du dann durch? 40 Minuten. Okay, das ist durchballern. Schön kompakt. Aber kann hier der Trainer auch bestätigen? Du brauchst keine Stunde trainieren, wenn du ordentlich trainierst. Außer halt Ausdauer. Kommt auf die Pausenzeiten drauf an. Ja, ja. Ja, wenn jetzt so mit 90 Sekunden Pause, da bist du mit 40 Minuten eigentlich gut unterwegs. So. Letzte Runde. Habe ich so, ich erinnere mich so vor einem halben Jahr, als ich so eure Podcast-Folgen gehört habe. Da hast du ja sehr oft so, ja, da hatte ich einen Scheiße. Richtig, ja, da hatte ich und einen da hast du keinen Sport gemacht und da hast du einen richtigen Hänger, ne? Richtig Corona-tief, ja. Ja. Du trinkst zu wenig. Ja, findest du? Aber ich habe heute schon vor dem Training auf jeden Fall richtig viel. Aber danke, dass du dich da um mich sorgst. Könnte dein Vater sein.
Ja, man hat irgendwie mal so eine abstrakte Vorstellung von dem Alter. Mein Vater ist 62, aber mein Vater ist auch so ein Typ, da habe ich so gar keine Angst davor, 62 zu sein, weil er ist voll fit, also weiß ich meine. Man hat irgendwie mal so eine komische Vorstellung davon. Also ich kann eigentlich nur eins sagen, also natürlich ist das irgendwie cool, wenn man Anfang 30 ist und irgendwie volle Power und vielleicht auch ein bisschen wirtschaftliche Möglichkeiten, irgendwas zu machen und so, ne? Aber so, wenn man so 45 aufwärts, dann hat man nochmal so eine andere Grundruhe im Leben. Aha. Das ist schon auch sehr geil. Ja, glaube ich. Es gab auch bisher kein Alter, wo ich mir gedacht habe, ich wäre gern wieder jünger. Nee. Weißt du, ich meine? Sehe ich auch gar nicht. Vielleicht so ein bisschen so, sieht man ein bisschen fresher aus mit 25 oder so, aber so Kopf und Lebensumstände mäßig, ja, aber ist bisher älter immer besser gewesen. Ja, aber wenn ich mir so ein bisschen überlege, auch was für ein Quatsch man mit 25 so gemacht hat und, ja, und alles gut gewesen, aber manchmal fragt man sich natürlich aus heutiger Sicht dann auch, Alter, ja. Musste das sein? Alles klar, Felix, erste Übung für heute. Wir machen Ringdips. Das ist der große Bruder von den herkömmlichen Dips. Wir benötigen ein paar Ringe. Hier würde ich dir das Ganze aus Holz empfehlen. Dann hängst du die Ringe auf Brusthöhe circa auf. Gehst dann in den Stütz. Nimmst die Hände an den Körper ran. Drückst dich aus der Schulter raus. Der Hintern ist angespannt, der Bauch ist angespannt, die Beine sind zusammen. Dann bringen wir die Schulter nach vorne unten. Drücken uns wieder nach oben raus, runter. Hier ist es enorm wichtig, dass du die Ringe am Körper lässt, damit du wesentlich stabiler bist. Also ich mache jetzt einfach mal ein paar damit. Ring Dips. Ja. Füße zusammen. Ja. Ganz hoch. Ja. Arsch anspannen. Yes. Nice. Trainierst du auch mal mit Coach? Ja, alle 4 Wochen. Mach mir mal einen Plan für 4 Wochen. Dann gehen wir ihn einmal zusammen durch und dann trainiere ich den 4 Wochen alleine. Weg. Ja. Arsch anspannen. Becken. Ich glaube, für Kai können die Dinger fast ein bisschen höher hängen, oder? Ja. Weil du musst mal in so eine komische Knicke nach Hüfte gehen. Ich muss immer so ein bisschen einknicken, damit ich mit Füßen nicht runterkomme. Aber geht schon. Und gibt es dann jeden Monat einen Fokus im Trainingsplan? Ja, aber dem überlegt sich mein Trainer. Mal mehr Kraft, mal mehr Kraftausdauer. Hast du Beinpresse und sowas auch in deinem eigenen Gym? Ich mache nur Squats in allen Variationen, Deadlifts, Ausfallschritte. Ich mache eigentlich alles mit freien Gewichten. Wie oft trainierst du da in der Woche? Alle 2 Tage. Okay. So, zweiter Satz. Komm, komm, komm. Okay. Nice. Die sind schon mal, Ringdips sind schon mal was anderes, ne? Weil du wirklich die auch seitlich so die kontrollieren hauen musst. Dann, die hauen ich mache Dips auch eigentlich immer eher auf Brust, also nach vorne gelehnt, dass du hier in die Dehnung kommst. Mhm. Genau, Becken abchecken. Ja, Füße zusammen. Perfekt. Perfekt. Ja, nice. Komm, 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 komm. Schön. Komm. Komm, 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 komm. Los. Schieb. Sehr geil. Nice. Machst du das mit deinen ganzen Anzügen? Weißt du, was passiert ist? Ja. Du kennst ja meine Garderobe. Ja. Da hängen letztes Jahr 70 Anzüge. Passen eigentlich mehr, oder? Nicht mehr passen. Ja. Aber überall oder nur in den Armen? Schulter. Ja. Und vor allen Dingen Brust. Ja. Ganz hoch, schön. Ja. Schön. Komm. Jetzt komm. Und hoch. Hoch. Drück. Drück. Komm. Sehr gut. Sehr gut. Aber Ringe und sowas wären doch eigentlich auch cool für die Tour, weil die kannst du doch fast überall aufhängen. Findest du doch immer überall einen Spot. Ich gehe auf Tour mal zu McFit einfach. Ja? Okay.
Wenn man morgens das immer schön leer und dann. Ja. Ja, komm. Becken, genau. Yes. Und go. Komm, Kai, 6 Stück wollen wir sehen hier. Sehr geil. Ja, 2. Komm. 5. Komm, Kai, einen noch. Und einen noch. Komm. Komm, drück, für Honecker. Drück, komm, hoch. Sehr geil. Das war nicht die Motivation. Geil. Nächste Übung, Felix, was machen wir? Wir machen Romanian Deadlifts. Das ist eine Übung, mit der wir unsere komplette hintere Kette trainieren. Die Langhantel sollte circa auf Kniehöhe positioniert sein. Dann greifen wir die Stange circa schulterbreit, ziehen die Schultern aktiv nach hinten, heben die Stange raus, gehen einen Schritt nach vorne, haben circa einen schulterbreiten Stand. Dann führen wir die Stange am Oberschenkel bis zum Knie, bis unter das Knie nach unten und schiebst die Hüfte wieder nach vorne. Top. Oh ja. Aber das sieht man schon gut, das ist voll deine Übung. Ach. Deadlift ist eigentlich meine Lieblingsübung. Mhm. Aber die richtigen, die. Nicht oder deine Lieblingsübung? Ist meine Lieblingsübung. Okay. Aber die richtigen mit. Ja, absetzen. Mit Gewicht, ja, und absetzen und so. Passt. Ja, dann können wir noch ein bisschen was draufpacken. Du hast aber auch optimale Winkel für. Ich habe genau die richtige Körpergröße für die Scheiße. Hast du eigentlich eine Erklärung dafür? Also ich hätte schon auch eine, aber warum Leute das so übertrieben interessiert, dich jetzt zum Beispiel trainieren zu sehen? Also es gibt ja immer doch ein ziemlich großes Interesse, wenn du irgendwo auftauchst und mal irgendwas machst, was quasi so ein bisschen aus deiner eigenen Bubble rausgeht, gucken ja schon immer viele hin. Naja, ich weiß nicht, was ist deine Theorie? Naja, also ich meine, du bist natürlich völlig unangepasst und damit eben super authentisch. Das wäre eine meiner Theorien. Ja. Ne? Also, dass du so sagst, scheißt mich so überhaupt nicht, wo ich hier gerade bin und was ich so mache. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ja. Das gibt es natürlich nur noch ganz, ganz selten. Ja. Ne? Weil jeder versucht sich ja irgendwie so ein bisschen, also die meisten versuchen sich so irgendwie so ein bisschen irgendeinem Umfeld anzupassen. Das denkt man bei dir ja auch immer, du bist ja wirklich so. Sowas. Ja, so wie du bist halt. Also man denkt immer, du bist so ein braver Fernsehonkel, aber du bist ja wirklich einfach brav. Also nicht brav im klassischen Sinne, aber du bist ja wirklich einfach, du bist ja auch authentisch eigentlich. Also ich glaube nicht, dass ich mich verstelle. Ja, genau. Also ich bin so, wie du mich im Fernsehen erlebt hast, bin ich sonst auch. Also ja. Da gibt es keinen großen Unterschied. Ja, das meine ich ja. Weißt du, was meine Theorie ist, Kai? Dass du gerade probierst, hier die Pausenzeit zu verlängern. Nee, aber du weißt ja, ich bin ja, kennst mich ja, ich bin ja immer, ich bin neugierig. Ja, ist gut. Finde ich irgendwie spannend. Weil ich gucke mir ja Leute um mich herum. Ich glaube, die größte Corona-Challenge für Promis war eigentlich, sich nicht die Karriere zu zerschießen. Das war die Corona-Challenge. Nicht aus Langeweile irgendwelches dummes Zeug erzählen, das was nicht die Karriere ruiniert. Ja. Ja, 7 und einen noch. 8. Ja, von mir aus kann man noch ein bisschen hochgehen. Ja. 80. Ich gehe mal aus dem Weg. Okay. Nochmal 8? Ja. Okay. Ich wusste ja gar nicht, dass es auch 12K Socken gibt, sehe ich gerade zum ersten Mal. Okay. Message received, kriegst du welche. 1. 2. Nice. 3. 8. Nice. Ja. Komm, Kai. 6. Rücken gerade lassen. 7. Einen noch. Oh. Schreibst du deine Jokes selber eigentlich bei? Wer weiß denn sowas? Welche Jokes?
Es gibt wirklich nichts Geschriebenes da, weil wir ja nie wissen, was in der Sendung passiert. Ja. Also es gibt kein Buch, es gibt kein Auto. Das ist auch voll das geile Format einfach, weil es ist unterhaltsam zu gucken. Es funktioniert in allen Altersklassen. Und es ist für euch übertrieben wenig vorbereitet, nämlich gar keine. Stimmt. Ihr müsst einfach nur also hin. Für mich ein bisschen. Ne, aber ich, ja, über die Leute und so halt. Ja, die Leute, ich gucke so einmal, was bei den Fragen drankommt und so, aber ansonsten stimmt das schon. Ja. Guck mal, aber das ist doch mal auch mal, das ist doch mal ein profundes Urteil. Ansonsten schimpfst du ja immer das Fernsehen, sagst es nur noch Mist und nur noch Quatsch. Ja, und, ja. Ich habe aber sogar mal in einer ausufernden Fernsehkritik sogar mal deine Show da lobend hervorgehoben. Ja? Fernsehen neigt immer dazu, Sachen zu kompliziert zu machen. Ja, und das machen wir nicht. Ja, eben. Ja, total. Da hat der Felix doch mal mit seinem Lobrecht. Ab jetzt moderiert Elton. Spaß. Muss ja auch mal gesagt werden. Warte mal, wer bin ich? Eine dritte Übung haben wir noch. Herzlich willkommen zum Sat.1 Fun-Freitag. Hier ist Comedy zu Hause. Oder es gibt aber auch noch den. Ah ja. Pro7 Red Nose Day. Wir machen Leg Races. Eine perfekte Übung, wenn du deinen Bauch trainieren möchtest. Für die Leg Races benötigen wir entweder eine Stange oder ein paar Ringe. Hängen uns an die Stange ran, circa schulterbreiter Griff. Dann ziehen wir die Schulterblätter aktiv nach hinten unten und bringen die Beine gestreckt, so kontrolliert wie es geht, nach oben. Und arbeiten aktiv aus dem Bauch heraus. Kann ich die Flasche behalten? Ja. Die laufen extrem gut. Ja, die sind, ja, aber die sind super, oder? Kompliziert und nice. Ja. Brauchst du noch ein bisschen Chalk? Chalk. Ja. Sag mal! Ja. Kai Pflaumer. Kannst du das bitte nicht so in die Kamera halten? Ja, doch. Du legst dich darauf an. Spart an gar nichts. Ist das jetzt Vor- oder ein Nachteil, wenn man mit den Beinen nicht ganz runter geht? Also im Kalt ist überhaupt keine Kritik, sondern es ist nur die ganze Zeit Spannung auf. Spannung auf dem Bauch. Okay. Yes. Genau, und beim Runtergehen abbremsen. Ja, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich natürlich jetzt... Dann probier mal, die nicht mit Schwung hochzuziehen, sondern wirklich so in einer konstanten Geschwindigkeit. Ja. 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 5, 6. 7, 8, 9, 10. Und noch 2. Komm. Ach so. 11 und 12. Nice. Wir von Ehrenpflaume, EST 1967. Neulich im Café, ich habe neulich einen Café gesehen, da stand EST 2019. Und ich finde, das ist zu früh. Ich meine, klar muss man irgendwann anfangen, aber das ist zu früh. Das war eine Investition in die Zukunft. Kann man auch im Nachhinein mal drauf schreiben. Ja, das kannst du so in 30 Jahren. Das ist zu früh. Gib den Leuten, was sie wollen, Kai. So, die Leute wollen 15 Stück sehen. Ja, Kai, siehst du, das ist Stabilität im Rumpf. Stabilität. Beine durchstrecken. Vielleicht treffen wir uns ja in 20 Jahren nochmal wieder. Für ein gemeinsames Workout. Ich schreibe mir jetzt erstmal den Joke mit dem Kaffee auf, der war witzig. Geil. Okay, komm, mach. Ich dachte, den Lobrecht. Erzählst du das dann auch dazu, wo der entstanden ist? Mal sehen. Okay, ich klatsche jetzt für dich, wie du bei der Fragerunde, bei der Schätzrunde. Da habe ich nicht geklatscht. Und wieder hoch. Hier. Einer. Yes. So, okay. Letzter Satz hier, oder was? Ja. Das macht. Okay. Max out. Cool. Ja. Und okay. Elf, komm. Einer.
Oh, der letzte war CrossFit. Ah, der letzte war CrossFit. Aber. Jo. So, mit den drei technischen Sachen durch. Jetzt noch die Klimmzüge. Jetzt noch die Klimmzüge. Grande Finale. Wie viele muss ich machen für Platz 1? 25 plus 1. Aber vielleicht ist ja Platz 2 drin. Das wären dann 13. Das sollte wohl noch drin sein. So, hast du Reserven? Ich könnte fragen, ob wir anfangen. Ja. Wo siehst du die ungefähr? Was denkst du? Also was erwartest du Minimum von dir selber? Also alles unter 10 wäre wirklich peinlich. Dann würde ich wirklich sofort aufhören mit allem. Egal was man macht. Egal, Leben. Mit allem aufhören. Aber eigentlich muss Platz 2 Stand jetzt drin sein. Also. Okay, also ihr habt ja gesehen, ne? Platz 2 ist Nico mit 13. Flying Uwe Schüler mit 25. Ja, wenn ich mehr schaffen würde als der, dann sollte er sich einen neuen Job suchen. Ja. Also, ja, dann gehört dir Smilodox. Ja. Kannst direkt übernehmen. So, geht's los? Ja. Aber ich merke so eine gewisse, ne? Also so eine gewisse Kompetitivität ist ja nicht abzusprechen, das merkt man schon. Extrem kompetitiv. Ja, ja. Schön. Komm. 10. Also aufhören musst du schon mal nicht. 11. Komm. Komm, 12. Easy. Bist bei mir. Ja, yeah. Komm. Zieh. Ah, er war noch nicht ganz. Komm, zieh an. Aber. 13,5. Felix, ja. Wir teilen uns jetzt Platz 3. Wieso? Ich hab 13,5. Ja. Irgendwas gesagt. Doch. Was? Also der Letzte, der zählt nicht, aber der andere, da. So ein Schleim. Okay, das seid ihr gekannt. Ja. Okay, Felix. Teilst du Platz 2 mit Nico? Sehr gut. Ja, 13. Fährst du es? Nico, Inscope 21. Also bist du gar nicht so im YouTube, Instagram, nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Auch schöne Grüße. Felix, vielen Dank. War ein nices Workout. War ein geiles Workout. Hat Spaß gemacht? Ja, witzig. Ja. Cool. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ich komme mal bei der Tour vorbei. Komm vorbei, Kai. Ja. Wie lange seid ihr auf Tour? Mitte September. Ja, dann passt das noch. Das Jahr ist eh ausverkauft. Ja, aber vielleicht kriegt ihr ja noch irgendwo Tickets. Ja, check das mal aus. Stand Up 44 Summer Tour. Schreibt einfach eine DM an Kai. Spaß. Genau. Ja, ich vermittle das dann. Ja. Ich gucke mir aber nur mit Fotos. So. Oh, gibt mir MeToo-Skandal. Wieso? Können ja auch Jungs Fotos schicken. Das macht es nicht besser gerade. Also, ihr wisst Bescheid. Abonniert Felix gerne auf Instagram. Abonniert Stand Up 44 auf YouTube. Coach Flex findet ihr alles nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr noch mehr Videos hier sehen wollt, dann abonniert natürlich auch Ehrenpflaume. Und nicht vergessen, das ist im YouTube-Game ganz wichtig, damit die Leute die Videoerinnerung erhalten. Mhm. Denkt an die Glocke. Aktiviert die Glocke. War unnötig laut gerade. Ja. Aber effektiv. Aber effektiv. Vielen Dank. Tschüss. Macht's gut.